Mein Name ist Joachim Stötter, ich bin hier für das Projekt Opera, eines Projekts der Karl-von-Ossietzky-Universität, von der ich komme, der Bauhaus-Universität Weimar und der Universität Ulm. Das Projekt Opera beschäftigt sich im Kontext des berufsbegleitenden lebenslangen Lernens an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen mit der Fragestellung, inwieweit spezifisch für diese Zielgruppen, die in dem Kontext avisiert sind, zum Beispiel rechtliche Fragestellungen, mediendidaktische Entwicklungen angepasst werden können und auch hier die beteiligten Partner bei der Entwicklung solcher Angebote unterstützen können. Die Besonderheiten des Projektes sind, dass es sich mit einer Zielgruppe beschäftigt, die im Kontext der wissenschaftlichen Weiterbildung von Hochschulen, die auf einen für sie zum Teil neuen Markt kommen, beschäftigen. Und wir hier mit Angeboten zu tun haben, die perspektivisch kostenpflichtig sind und hier der Einsatz von offenen Bildungsressourcen unter rechtlichen Gesichtspunkten eine Herausforderung stellt, die dennoch nutzbar sind, um zum Beispiel studieninteressiert niederschwellige Angebote zu machen. Brückenkurse sind ein Schlagwort. Und hier unterstützen wir diese Akteure bei der Beratung rechtlicher Fragen, bei der Entwicklung passender mediendidaktischer Angebote und auch um diese zu implementieren. Das Projekt gliedert sich in insgesamt 5 Arbeitspakete und die ersten 4 zielen vor allen Dingen auf Fragen von Recherche, Dissemination dieser Rechercheergebnisse ab und versuchen dann einzumünden oder werden einmünden in die Entwicklung Zielgruppen, adäquate Angebote, Beratungsangebote, die zum Beispiel in Form von Workshops zur Entwicklung von mediendidaktischen Angeboten bereitgestellt werden, und flankierend dazu wird es dauernde Disseminierungsmaßnahmen geben, sowie Tagungen, auf denen Best-Practice-Beispiele diskutiert und vorgestellt werden. Erste Teilergebnisse unserer Recherche stehen bereits jetzt auf unserer Seite zur Verfügung für interessierte Akteure, und wir werden im zweiten Quartal 2017 mit ersten Workshops beginnen, wo Praktiker sich zu verschiedenen Thematiken austauschen können und auch an Best-Practice-Beispielen arbeiten können. Und diese Workshops werden in ungefähr 3 Monatsabständen zu thematischen Schwerpunkten wiederholt. Informationen zum Projekt Opera findet man aktuell bereits auf der Seite oer-opera.de. Perspektivisch wird noch ein Twitter-Account hinzugefügt, in dem wir in Austausch treten. Und Sie können immer auch bei den Akteuren in dem Bereich der Universität Ulm, der Bauhaus-Universität Weimar und an der Karl-von-Ossietzky-Universität personenbezogene Informationen zum Projekt finden.